Leute, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe, während ich den Barbie-Film gesehen habe, mitgedacht, anstatt einfach nur Sekt in mich hineinzuschütten. Ich kam raus und dachte mir, Mensch, wenn ich meine Gedanken nur mit irgendjemandem teilen könnte. Und da fiel mir ein, dass ich ja euch auch belästigen kann. Ja, und weil Jan Böhmermann Sommerurlaub hat, da dachte ich, naja, mache ich einfach mal einen kleinen Beitrag zu einem Thema, von dem ihr noch gar nicht wisst, wie sehr euch gleich aufregen wird. Ja, ich weiß, was du jetzt denkst, ja. Wieso war der Typ nicht in Oppenheimer? Weil man das Ende ja schon kennt. Das Ende hier, das kennst du noch nicht. Aber bevor du es erfährst, solltest du hier dringend abonnieren. Das lohnt sich bestimmt, wenn ihr genau solche Zyniker seid wie ich. Nein, ich wollte den Film wirklich sehen. Ich wollte wissen, wie Mattel an einen Film herangeht, der eins der wohl polarisierendsten Spielzeuge der Welt behandelt. Eine Puppe, die wohl politischer ist als die meisten Dinge, die man in Kinderzimmern so finden kann. Außer die Propaganda, die eure Kinder tagtäglich über TikTok ausgespielt bekommen, natürlich. Und ich sag mal so, ich habe bekommen, wonach ich gesucht habe. Margot Robbies Füße, Ryan Goslings Abs, ganz viele neue Inspirationen für tolle Hemden und einen Milliardenkonzern, der hinter dem gebleichten Grinsen von Hollywoods Liebling und austauschbaren Diversity-Charakteren Feminismus in den... Heute geht es um dich, Mattel, und um dich, Barbie, und um dich. Ja, du, der hier gerade zuschaut und sich fragt, was will der Mann von mir? Denn ohne es zu bemerken, bist du, Mattel, auf den Leim gegangen, weil der nämlich doch nicht der Retter des christlichen Abendlandes war, wie man jahrhundertelang vermutet hat. Moment. Mattel, nicht Karl Martell. Alex, wir reden hier doch nicht über Game of Thrones. Barbie hat ein Problem. Es ist ein ernsthaftes Problem, also wirklich. Ja? Wäre sie eine echte Frau, hätte sie aufgrund ihrer Größe und Form nur eine halbe Leber und ein paar Zentimeter Darm und wäre dazu gezwungen, auf allen Vieren zu krabbeln, unfähig, ihren riesigen Kopf heben zu können. Weil ihr Hals nämlich sonst einfach umknicken würde. Ich verstehe langsam, warum es überhaupt problematisch ist, dass Mädchen Barbie als ihr Schönheitsideal ansehen. Wieso muss ich jetzt an Gollum denken? Laut Rehabs.com hat nur eine von 2,4 Milliarden Menschen eine Barbie-Taille. Nicht einmal zwei Menschen auf diesem Planeten könnten statistisch ihren Hals haben. Wieso berechnet man sowas überhaupt? Und falls es mehr sein sollten, übersieht man sie leicht, ja, weil sie ja auf allen Vieren unterwegs sind. Schaut euch das an, das ist sogar mal en Detail ausgearbeitet worden. Also, vermittelt Barbie unrealistische Körperbilder? Absolut, schließlich würde man einfach sterben, wenn man so aussehen würde. Also ich meine, sorry, ne? Ich war früher ein riesen Playmobil-Fan. Früher. Glaube ich deswegen ernsthaft, dass ich ein Ritter bin? Okay, got it. Nun hat Mattel in den letzten mehr als 60 Jahren aber auch festgestellt, dass man etwas ändern muss, während sich auch die ganze Welt verändert hat. Es ist ja viel passiert, ja? Rider ist Twix, Twitter ist jetzt X, Frauen waren mehr und mehr selbst im Job tätig, Rollenbilder haben sich geändert und so gab es dann eben auch irgendwann Karriere-Barbies. Ja, so in typischen Frauenberufen wie Superstar, Präsidentin oder Make-up-Artistin. Oder wie im Barbie-Film immer wieder erwähnt, durch Barbie wird den Mädchen gezeigt, dass alles möglich ist. Jede von euch kann demnächst Präsidentin sein. Ja? Also in Deutschland kann sich ja auch jeder offensichtlich einfach so zum König machen. Lasst euch nichts vormachen, dass Barbie-Puppen mittlerweile auch andere Ethnien repräsentieren, das hat nichts mit einer politischen Mission zu tun. Ihr könnt eure Mistgabel wieder einstecken. Die Bratzpuppen, weiß nicht, wie man es korrekt ausspricht, die waren früher schon viel diverser. Es geht hier ums Geschäft, Leute. Die Käuferschaft in den USA ist einfach viel diverser geworden. Ja, der Markt regelt das. Und wenn es eine Sache gibt, die wir in Deutschland respektieren, dann ist es der Markt. Nicht meckern. Wir müssen alle nur lernen, dass wir nicht mehr in der Zeit von moralisch geleitetem Handeln leben, sondern die Marktanalyse jetzt über der Moral steht. Ja, der Markt regelt das. Sogar die moralischen Entscheidungen. Selbes gilt natürlich auch für diese Disney-Filme. Also mal ganz ehrlich, als ob irgendein Megakonzern euch umerziehen will. Bildung kostet viel zu viel. Sieht man doch hier auch zulande. Ja, auch wenn gebildete Menschen unsere einzige Ressource sind,
lohnt es sich scheinbar immer noch nicht, sie zu fördern. Ha, ja, jetzt bin ich wieder kulturpessimistisch. Ist doch toll, dass Mattel da mit großen Schritten vorangeht. Die beweisen doch, dass sie viel moderner sind, als wir alle denken. Endlich ist Mattel angetreten, unsere Welt zu retten. Das christliche Abendland. Apropos, wie sieht das denn jetzt eigentlich aus, wenn man beispielsweise so eine Hochzeits-Barbie in Deutschland bestellen will? Na, wenigstens hier ist noch alles in bester Ordnung. Aber Freunde, es gibt doch jetzt auch die Rollstuhl-Barbie. Mindblowing. Ich meine, die sieht so aus und ist einfach dieselbe unrealistische Barbie, nur sitzend. Sie kann auch aufstehen und einfach eine Barbie ohne Rollstuhl sein. So als ob man eine Batman-Figur mit Batmobil kauft, nur in deprimierend und ohne Raketen. Dann gibt es noch die Down-Syndrom-Barbie. Ich meine, seht ihr den Unterschied zur Standard-Barbie? Ja, und die, nicht zu vergessen, die Curvy-Barbie. Also, wenn das jetzt die Curvy-Barbie ist, was wäre ich dann als Barbie? Bubble-Butt-Barbie? Call me Triple B. Ha, ich würde ja sagen, das ist die lebensfähigere Barbie. Die echten Körperformen, die manche Barbies wie etwa Anwältin Barbie, gespielt von Sharon Rooney im Film, einnehmen, werden weder von den Puppen repräsentiert, noch gibt es sie überhaupt als Merch zu diesem Film. Ja? Also nur weil sie da vorkommen, heißt das nicht, dass Mattel dahinter steht. Mhm. Aber wir tun mal so, als ob da alle mitspielen können. Und diese Rollstuhl-Barbie, die blenden sie genau für 2 Sekunden im Film ein. Sie kommt auch nie wieder vor. Das, Leute, das ist gelebte Inklusion. Wir müssen uns endlich bewusst machen, dass es Leute gibt, die anders sind. Ja, das sind wir ihnen schuldig. Aber niemand sagt, dass wir uns danach dann weiter mit ihnen beschäftigen müssen. Also, das wäre dann doch schon ein Stück zu viel des Guten. Ich nehme Mattels Bemühungen sowieso erst ernst, wenn es Rumpf-Barbie gibt. Und was ich mit diesen geschmacklosen Witzen sagen möchte, es ist geschmacklos, wie sich dieses Unternehmen einen besseren Ruf kauft, indem es so tut, als würde es die Vielfältigkeit der Menschen abbilden, während es nach wie vor nur Idealbilder verbreitet und nichts, was von der Norm abweicht, wirklich repräsentiert wird. Das ist ein schöner moralischer Aufreger an dieser Stelle, ja? Habe ich euch alle auf meine Seite gebracht. Wenn wir unser Spielzeug reparieren, da reparieren wir die Gesellschaft. Oh ja, naja. Ach, solche Satireformate, ja, wie dieses hier, das könnte so einfach sein, wenn es reichen würde, einfach nur an die Moral zu appellieren. Mhm. Reicht's aber nicht, Spoiler. Beispielsweise hat diese Studie hier ergeben, dass die Kinder die Curvy Barbie ablehnen. In der Erhebung sollten sich die Kinder zwischen der Originalen, einer kleinen, einer großen und der Curvy Barbie entscheiden. Auf die Frage, welche Barbie wählst du, wenn du dich für eine einzige entscheiden müsstest, wählten nur 6% die Curvy Barbie. 39% sagten, dass sie überhaupt nicht mit ihr spielen wollten. Es gibt auch Studien, die vermuten lassen, dass Kinder bereits im Alter von 3 dünne Körper vorziehen. 3 Jahre. Ich wüsste gar nicht, dass ich da überhaupt irgendwas wahrgenommen habe. Wir können das Problem nicht einfach lösen, indem wir einfach sagen, ja, also diese Puppen, die sehen jetzt endlich überlebensfähig aus, kein Problem mehr in der Gesellschaft. Das ist ein nötiger Schritt, aber das Problem, das sitzt sehr viel tiefer. Als Mattel die Barbie Diversity Linie eingeführt hat, brach der Umsatz in einem Jahr um ganze 15% ein. Und deshalb dürfte es schwierig werden, Companies zu erklären, dass sie doch bitte mit gutem Beispiel vorangehen sollen, während sie ihren Gewinn schmälern dabei, der Gesellschaft etwas zu geben, das vielleicht nicht ganz so krankhaft ist. Die Realität, die ist nicht so einfach zu handeln. Ich würde auch gerne in Barbieland leben. Den ganzen Tag Beach. Kein Ärger mit Genitalien. Ich würde so gerne nach Barbieland, aber das ist so schwierig. Wo waren wir? Stereotype. Ein Glück, dass wir Stereotype überwunden haben. Ja? Stereotyp Barbie verkauft sich zwar immer noch am besten und man besetzt die Hauptrolle mit der perfekt aussehenden Stereotyp Barbie, aber andere dürfen auch mitspielen, ja. Also, ich meine, es kann jetzt nicht sein, dass wir dann mit einem Ladenhüter diese Hauptrolle besetzen. Dann funktioniert der Film ja am Ende nicht und wir können uns das nicht leisten. Außerdem gehört ja zu dieser Stereotyp-Barbie noch ein bisschen mehr dazu als nur ihr Äußeres. Ja, sie besitzt ein Haus, ein Luxusauto, unzählige wertvolle Outfits, Partys, Jobs mit Prestige. Barbie, die ist jetzt ein Girlboss. Also das, was der Kapitalismus aus dem Feminismus gemacht hat, ja. Ich konsumiere, also bin ich. Ihr könnt alles werden, weil ihr könnt ja auch alles konsumieren. Meint ihr, wirklich ernsthafte Frage, ne? Barbie ist emanzipiert,
weil es die richtige Entscheidung für Barbie, für Mattel war oder weil eben auch Frauen irgendwann Statussymbole konsumieren sollten und das der Industrie irgendwann gut in den Kram gepasst hat? Naja, jetzt wollen wir mal nicht in eine Verschwörung abdriften. Apropos Verschwörung, habt ihr mal wieder Lust auf so eine richtige Verschwörung, so ein kleiner Krimi? Ja, dachte ich mir. So seht ihr aus. Ja, Barbieland, ja, das hat ja nichts mit der realen Welt zu tun. Ach, versucht da gar nichts rein zu interpretieren. Das ist ja nur ein Fun-Film. Ja, blöd nur, wenn irgendwelche Internet-Trolle plötzlich entdecken, dass das irgendwie gar nicht stimmt. Es gibt da nämlich eine Szene, in der Barbie eine Karte gezeigt bekommt. Besonders gut erkennbar natürlich die USA. USA. Europa, ja, das gibt's jetzt irgendwie nicht so richtig. Und man könnte jetzt hier spotten, wenn man gemein wäre. Das passt ja zum topografischen Wissen des typischen US-Bürgers. Aber viel wichtiger als solche Gemeinheiten, ja, ist, dass Mattel einen lieben Gruß an China versteckt haben könnte. Oh ja. Man sieht hier wohl die 9-Punkte-Linie. Vietnam verbat den Film kurzerhand. Was können denn 9 Punkte schon ausdrücken, dass Vietnam diesen Film verbieten muss? Naja, das ist eine Linie, mit der China Anspruch auf große Teile des südchinesischen Meeres anführt und die dazu führt, dass in der Region extreme Spannungen existieren. Vietnam sowie die Philippinen, Malaysia und Taiwan, die sind not so amused. Auch die internationale Gemeinschaft gibt ihnen recht. Das Urteil aus Den Haag von 2016 sagt auch, die 9-Punkte-Linie ist nicht rechtens. Aber das kann man dribbeln, ne? Wenn man einfach sagt, das Gericht ist nicht rechtens. Ja, also China erkennt Den Haag nicht an, also muss es auch dieses Ergebnis nicht anerkennen. Man muss dazu sagen, ne? Das südchinesische Meer ist zusammen mit Taiwan eben der heißeste Konfrontationspunkt mit China überhaupt. Es gibt da keinen Konsens, nur Kampf. Ein Drittel aller Waren über den Seeweg gehen da durch. Diplomatisch ist es extrem gefährlich. Jeder falsche Move kann da potenziellen Krieg auslösen. Da muss wirklich ganz vorsichtig, diplomatisch damit umgegangen werden. Ja? Und Barbie so? Uns egal, hier geht es ja schließlich um Feminismus. Alles andere ist ja zweitrangig. Hollywood wird doch nicht freiwillig Propaganda für die chinesische Regierung machen. Das wäre jetzt schon ein starkes Stück so direkt aus der Traumfabrik der USA. Der Weise aus dem Bergkloster bei Dr. Strange, der ist rein zufällig kein tibetanischer Mönch mehr. Alle Szenen, die auf die Homosexualität von Freddie Mercury hindeuten könnten, die verschwanden aus Bohemian Rhapsody in China, weil, weiß ich nicht, jemand beim Schnitt aus Versehen genau darüber Kaffee verschüttet hatte. Und die taiwanesische Flagge von Pete Mitchells Jacke bei Top Gun Maverick, die verschwand, weil... Ich meine, das hat da ästhetisch nicht gepasst oder so. Der Filmmarkt in China, der wird immer bedeutender und das Verhältnis zur USA wird immer schlechter. Gleichzeitig wird die Zensur immer schärfer und der Griff um die eigene Bevölkerung immer enger. Ja, und Experten zufolge reicht diese Anbiederung, mit der man in den letzten Jahren gearbeitet hat, einfach nicht mehr aus. Der nächste Schritt wird sein, einfach die Propaganda zu übernehmen, um eben gefällig dieser Regierung gegenüber zu sein. Ja, aber was ist schon so ein bisschen Propaganda gegen die Interessen des Westens, wenn der eigene Werbefilm in chinesischen Kinos wohlwollend zu einem Erfolg gemacht wird? Im Namen des Feminismus, versteht sich. Ja, jetzt spielt man nicht die moralisch Entrüsteten. Bei Uncharted war es genauso zu sehen wie bei John Wick 4. Hat sich da jemals irgendwer beschwert? Nee, weil es nämlich männliche Filme waren. Ihr verdammten Unterstützer des Patriarchats. Scheiße. Ging es hier nicht anfangs noch um Margot Robbies Füße? Wie haben wir es denn geschafft, beim potenziellen Schauplatz für den Dritten Weltkrieg rauszukommen? Ich hasse diese Videos hier. Man wird immer wieder total depressiv gemacht. Da kann man ja im Anschluss gleich Oppenheimer gucken gehen. Ja, Mattel und China, die haben sowieso eine toxische Beziehung zueinander, ja? Und mit toxisch meine ich vor allen Dingen bleihaltig. Nicht so. 1,5 Millionen Spielzeuge mussten 2007 zurückgerufen werden, weil sie mit bleihaltiger Farbe bemalt waren. Wissentlich, wie vor Gericht später herausgefunden wurde. Ja. Kurz darauf rief man 18 Millionen Spielzeuge zurück wegen verschluckbarer Kleinteile, 2010 wieder 11 Millionen. Und da fragt man sich dann einfach so, sag mal, wie lange macht ihr eigentlich Kinderspielzeug, dass ihr wisst, dass das möglicherweise nicht tödlich sein sollte für Kinder? Also, nuckelt besser nicht an den Füßen der Margot Robbie Barbie, auch wenn es noch so verlockend sein sollte. Ja,
ich musste euch jetzt leider auch diese schöne Hoffnung nehmen. Ja, wir fangen jetzt hier mal nicht mit den schweren, bewusst begangenen Arbeitsrechtsverletzungen in den Zulieferbetrieben von Mattel in der Vergangenheit an, oder? Nee, also das waren jetzt auch zu viele Informationen für so ein YouTube-Video, oder? Ist ja hier keine Show im ZDF oder sowas. Kommen wir jetzt mal zum wichtigsten Punkt des Filmes, ja? Neben Füßen natürlich. Nämlich der Frage, hat Barbie eigentlich eine wirklich wichtige gesellschaftliche Botschaft für uns? Wir haben zwar seit Jahren keine Filme mehr, die wirklich intelligente Plot-Twists haben, weswegen so ein Spoiler eigentlich völlig egal ist. Aber ihr habt immer noch Angst vor Spoilern, weil es zu unserer Kultur dazu gehört, Angst vor Spoilern zu haben. Deswegen, es könnten jetzt Spoiler kommen. Und falls ihr einen Film habt, der tatsächlich in den letzten Jahren rausgekommen ist und einen intelligenten Plot-Twist hatte, schreibt ihn mir bitte in die Kommentare. Das interessiert mich zwar nicht, weil ich habe recht mit meiner Aussage, aber es ist gut für den Algorithmus. Also, so, jetzt kommt Spoiler. Also, was ist denn jetzt bitte die Moral von der Geschichte? Ken, der vorher lieb und unterwürfig war, der kommt in L.A. mit dem Patriarchat in Kontakt und wird brutal, unterdrückend und oberflächlich. Kaum zurück im Barbie-Land verwandelt Ken sofort alles in einen sexistischen Albtraum. Mhm. Wo Frauen durch Gehirnwäsche denken, es würde ihnen jetzt besser gefallen. Aber Barbie-Land, ja, war auch vorher eine sexistische Hölle. Männer haben nur einen Namen, keine Bedeutung, keine richtigen Jobs. Alle Preise gehen an Barbies. Sie scheren sich nicht mal darum, wo Kens überhaupt leben. Ihnen ist auch eingeredet worden, dass sie nichts zu melden haben und nur existieren, um Barbie anzuhimmeln. Und wenn am Ende die Barbies als einzige gesetzgebende Kraft eine Verfassungsänderung rückgängig machen, weil sie die Kens von der Abstimmung weglocken, wird es als Sieg des Guten über das Böse verkauft. Ach so? Es gibt so einen großen Moment, ja, eine Kriegsrede, um die Barbies in den Kampf gegen das Patriarchat zu schicken. Was in der Parallelwelt, wo Kens endlich auch Mitbestimmung fordern, eben wie das Pendant zum alten weißen Mann wirkt, der mit aller Macht die andere Seite wieder unterdrücken will, weil Barbieland ja die Spiegeldimension zu unserer sein soll. You know? Aber das ist jetzt quasi der heldenhafte Kampf und das Happy End. Also ist die Gesellschaft, in der Frauen die Männer unterdrücken, jetzt erstrebenswert? Oder will der Film sagen, gebt Frauen doch keine Macht, sonst werdet ihr zu hirnlosen Kens? Und wie funktioniert das überhaupt in einer völlig geschlechtslosen Gesellschaft, in der eigentlich nur ein soziales und kein biologisches Geschlecht existiert, weil sie ja Puppen sind? Was ist überhaupt die Message von diesem Film? Der Film endet damit, dass Barbie jetzt eine Vagina hat. Ist das jetzt der Triumph des Feminismus oder soll es einfach nur heißen, die perfekte Stereotyp Barbie ist jetzt ganz und gar eine von uns geworden? Ich kann mich jetzt nicht direkt daran erinnern, dass Pinocchio es irgendwie nötig hatte, auf sein Genital zu verweisen, um zu zeigen, dass er jetzt lebendig ist. Also muss es ja irgendwas Besonderes sein mit diesem Genital. Die Message des Films ist am Ende eigentlich nur völlig unklar. Und das ist auch ganz lustig, weil es irgendwie niemandem auffällt. Es ist kein einziges Problem gelöst worden. Big Brain Move, Mattel. Keiner kann euch irgendwas vorwerfen. Die einzigen, die nach diesem Film wirklich gewonnen haben, sind die Aktionäre von Mattel und natürlich die Leute, die Spaß dran hatten. Gut gemacht. Die Firma Mattel, die schafft es, sich reinzuwaschen von allen Vorwürfen dank Selbstironie. Das ist wirklich geschickt. Schau mal, alle Entscheider bei Mattel sind Männer. Upsi. Das ist ja peinlich. Wird das jetzt verbessert? Oh nö. Aber der CEO, der würde am liebsten den ganzen Tag gekitzelt werden. Seht ihr? Ist doch total harmlos. Die Firma Mattel, die hält einfach denkende Wesen in einer Truman-Show-artigen Parallelwelt gefangen, um sich an ihnen zu bereichern. Ja, aber zumindest ist es ein Matriarchat, ja? Also ist das okay. Helen Mirren spricht aus dem Off und sagt sowas wie, ja, die Barbies dachten, sie hätten Mädchen weltweit gezeigt, was sie erreichen können. Man habe sich geirrt. Ja, dann ist doch gut. Kauft doch jetzt bitte alle wieder Barbies. Die sind nämlich feministisch. Und auch wenn es mal nicht so wirkt, als seien sie es nicht, sie wollen es sein, also sind sie es doch. Und das übrigens schon immer. Das lernt man nämlich gleich als allererstes im Film. Dass selbst die Erschafferin der Barbie sagt, dass sie mit den Puppen nie die Welt verändern wollte und nur abgebildet hat, wie es war, lässt man da jetzt einfach unter den Tisch fallen. Weil sich Virtue Signaling vermeintlich besser verkauft? Ich weiß es nicht. Eigentlich ist die Erkenntnis doch eine andere. Die Marke Barbie, die ist so mächtig, dass erwachsene Männer und Frauen rosa uniformiert in einen Meta-Werbefilm gehen und es als kulturelles Happening feiern. Wie ihre Mutter Ruth Handler sagte,
Barbie beschreibt nur die Realität. Nicht Barbie erschafft das für 99% unerreichte Idealbild. Unsere Konsumkultur hat es erschaffen. Aber eine Sache finde ich tatsächlich ganz unironisch gut. Es gibt eine Sheroes-Reihe, so von historischen weiblichen Vorbildern als Barbie-Puppen. Es gibt wohl auch aktuelle Vorbilder. Beispielsweise werden paralympische Athletinnen dargestellt. Und das wird sich vermutlich auch nicht richtig rechnen. Aber das ist meines Erachtens ein wirklich würdiger Schritt. Das finde ich gut. Und ich habe noch was anderes. Ha! Ja, nicht nur Meckerei am Ende dieses Videos, ja. Wenigstens ist der Barbie-Film ein Mittel gegen die Spaltung der Gesellschaft. Ja, gegen die Spaltung. Wo hat man das heutzutage schon? Sowohl das rechte als auch das linke politische Lager drischt auf den Film ein. Für die Linke ist es unerträglich, dass dieser Werbefilm für ein veraltetes Stereotyp einen solchen Erfolg hat und nebenbei den Feminismus kapert, noch dazu ein Film ist, dessen Produktion 145 Millionen gekostet hat, aber seine Werbekampagne 150 Millionen. Also ein Film, der während die Autoren in Hollywood streiken, sehr schwierig überhaupt als Kunst zu bezeichnen ist. Ja, und die andere Seite stört sich natürlich an der Wokeness, die einem völlig plump um die Ohren gehauen wird. Hier nehmt das, eine einzelne Sequenz Rollstuhl-Barbie, die nie wieder zu sehen ist, Witze über die eigenen Genitalien, ein feministisches Statement, Männer, die freiwillig anerkennen, dass sie ihre Macht lieber wieder abgeben sollten. Das ist zu viel des Guten. Und währenddessen schlagen sich einfach alle anderen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, aber es war doch lustig. Ist das nicht alles sogar super lustig? Weil diesmal haben alle recht. Ja, schön, oder? Hat es mir gefallen? Klar, ist es ein seelenloser Werbefilm, der versucht, das Image einer langen, stark kritisierten Puppe zu kitten? Ja. Wird das Kino sterben? Ja. Stehe ich auf Margot Robbies Füße und Ryan Goslings Sixpack? Ja. Fühle ich mich auch manchmal, als wäre ich nur Beach? Schön wär's. Nicht Barbie ist das Problem, sondern die Welt, in der Barbie zur Puppe Nummer 1 wurde. Die Welt, in der man mittlerweile Filme über Produkte macht, nicht über Geschichten. Und das dann auch noch ein großer Erfolg wird. Es ist einfach zu sagen, ja, dieses oder jenes Produkt ist das Beispiel dafür, wie die Kultur verfällt, Menschen unter Druck gesetzt werden oder eine Evil Corp den Konsum der Massen durch Manipulation anheizt. Damit ist es aber leider nicht getan. Nein, 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 nein. Es ist leider super anstrengend. Und alles, was wir wollen, das ist doch nur mal so ein kleines bisschen Beach sein und an Margot Robbies Zehen nuckeln, oder? Es wäre so schön, wenn wir da hinkämen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Spring in jede Fantasiewelt, sogar nach Österreich, ja? Klick den Link unten und erhalte die ersten 4 Monate umsonst. Danach sind es nur 2,03 € im Monat. Bis dann, Tschüssikowski.